Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute wird ein bisschen gequestet und wir werden sehen, wo uns der Weg hinführt. Ich denke, das könnte ganz spannend werden. Und ja, lasst uns beginnen. Ich stehe bereits jetzt hier in Silverglade und wir werden hier ein bisschen questen, denn heute haben wir eine ganz wichtige Mission und zwar die Quests machen, die wir schon seit Ewigkeiten nicht gemacht haben. Ich habe nämlich so einige Quests offen, die schon lange, lange überfällig sind, die nichts mit der Hauptstory oder so zu tun haben, aber die halt auch gemacht werden müssen und die ich schon ganz lange einfach ignoriere, wie zum Beispiel die Quest hier von Emma. Ist ja schon lange her, dass es die Emma gab, beziehungsweise die Quest hier mit dem Update. Und endlich möchte ich sie auch mal machen. Und es gibt noch ein paar andere, deswegen ich weiß nicht, wie lange diese Quests dauern. Schauen wir mal, wie viele wir heute in diesem Video schaffen. So, Gott sei Dank bist du hier. Ich stehe vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens. Na, das ist aber schön. Reite mit Emma zum Fearglove-Stall? Okay, jetzt müssen wir auch noch zum Fearglove-Stall. Ich werde auch bei den Quests nicht ganz so viel vorlesen, weil ich ganz sicher bin, dass ihr die sowas von kennt. Oh, das ist aber auch mit den neuen Animationen. Das sieht total schön aus. Oh, so sieht die Emma wirklich hübsch aus. Ein bisschen lang der Hals hier auch, aber sieht echt sehr, sehr niedlich aus. Da muss ich direkt mal ein Foto machen. So. ich habe auf ganz Jaffik nach dem perfekten Partner gesucht. Jemand, der es liebt, im Mondlicht durch den Wald zu spazieren und über meine Witze lacht. Jemand, der spontan und frei ist. Und jemand, der mein Herz Purzelbäume schlagen lässt. Verstehst du doch, oder? Ich weiß genau, was du meinst. Wirst du mir helfen, das Pferd meiner Träume zu finden? Monatelang habe ich für Karin im Goldblattstall Überstunden gemacht und jetzt endlich habe ich genug Geld zusammengespart. Und sie ist auch nicht wählerisch. Alles klar, mir ist nur wichtig, dass die ganz besondere Bindung zwischen uns da ist. Das ist doch wunderbar. Das habe ich dir doch schon mal erklärt, Emma. Du musst dir die Pferde persönlich ansehen. Oh ja, das ist bestimmt immer sehr wichtig, Pferde persönlich anzusehen. Wirklich, Mandy, würdest du das für mich tun? Na klar, wir laufen. Naja, laufen. Wir werden. Oh Gott, der Hals ist wirklich ein bisschen sehr lang von ihr, oder? Ja, eindeutig hat sie einen etwas zu langen. Das sind auch die ganz alten Hälse von den ein Update, das wir mal hatten, wo denn doch der Hals ein bisschen sehr lang war. Oh Gott, ja, das sah eben so schick aus irgendwie und jetzt ist er, naja, okay. Ich sag schon gar nichts mehr. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir machen die Quest und gehen, beziehungsweise lassen uns jetzt nach Fearglove fahren. Wie gesagt, ich lese nicht komplett alles vor, wie ich es sonst immer mache, weil ihr kennt die Quest ja sowieso und das sind halt nicht ganz so wichtige Quests. Hauptsache, wir machen die auf jeden Fall mal. Damit wir die XP kriegen und die Quests halt erledigt sind. Und ja, dabei können wir ein bisschen quatschen. Und jetzt sind wir auch schon angekommen. Muss ich jetzt hier hin? Hier ist doch der gelbe Kreis. Okay, also hier möchte Emma schon mal nicht hin. Dann vielleicht doch hier. Ah, okay. Es waren nur ein paar Schritte mehr. So, heiliges Zaumzeug, das war abgefahren. Ja, total abgefahren, Emma. Du wirst es schaffen. Du bist eine mutige und unabhängige Frau. Du verdienst es, dein eigenes Pferd zu reiten. Auf jeden Fall. Die Stallverwalterin Felicity ist da. Die, ja, na klar kann uns Felicity helfen. Begleite Emma bei ihren Tests mit dem Kleid. Oh, das ist natürlich cool. Hier auch neue Animation. Ich bin da immer so fasziniert von den neuen Animationen. Es ist halt für Star Stable schon, schon irgendwie ein bisschen was total Neues. Ach, ist das cool. Ja, das könnte ich mir jetzt einfach mal den ganzen Tag angucken. Wir lassen das einfach mit den Quests und ich gucke mir einfach an, wie sich der Clydesdale die ganze Zeit verbeugt. Sieht sehr süß aus. Total toll. Ich nehme ihn. Alles klar. Damit hat sie jetzt erst einmal einen Testritt. Wo ist sie denn, die Emma? Ach, da läuft sie schon. Das ist aber ganz schön schnell jetzt plötzlich hier. Ein beeindruckender Gang. Ja, die Clydesdale ist Zungenbrecher, hallo? Die Kleidis sind halt schon ganz toll. Boah, der sieht total elegant aus, ne? Krass. Erinnert mich daran, dass ich vielleicht auch mal wieder mein Clade-Style-Stil, oh Gott, ich bin jetzt total durcheinander dadurch, reiten müsste. Aber ich mag halt mein Andalusia gerade total gerne. Und ich weiß, euch geht es auch ganz genauso. Oder zumindest vielen von euch. Sehe ich jetzt hier die ganze Zeit immer nur mit den Andalusier unterwegs? Verständlich, verständlich.
Der ist halt wirklich ganz besonders toll gelungen und ich bin auf morgen gespannt. Oh mein Gott, morgen. Ein ganz besonderer Tag morgen übrigens. Ihr wisst warum. Morgen Update-Tag. Und nicht nur das, es kommen neue Andalusia-Farben. Oh, was war das denn jetzt hier? Wow, war das ihr Schrei oder was? Wow, ist eine schöne Strecke, die sie hier so abreitet. Na, dann bin ich ja gespannt, ob ihr das Pferd auch wirklich gefällt. Bestimmt. Sie hat ja gesagt, sie ist nicht wählerisch. Mir ist etwas schwummerig. Oh, ob das gut ist, dass sie schwummerig ist? Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, die sie nicht einsammelt, die muss ich einsammeln, ne? Kann das sein? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bringe ihn am besten zu Felicity zurück. Doch nicht so das Richtige? Ich war doch gerade so begeistert. Mal schauen. Ist halt auch ein sehr großes Pferd, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Nicht nur hier, sondern auch im Real Life. Wir haben es geschafft. Wir sind vom Test so zurück. So, und? Wie hat es dir gefallen? Erwartungsvoll. Er hat einen unverkennbaren schelmischen Charme. Ich liebe seine Blässe, aber tut mir leid, mein Großer. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so viel Pferd. Oh. Okay, war ein bisschen zu viel Pferd. Hoffentlich macht es dir nichts aus, bei den Tests das fünfte Rad zu sein. Nein, alles gut. Bin ich doch gerne dabei. Das nächste Pferd ist auf Birks Gehöft. Es handelt sich um die Farm bei Kirsten. Okay, Birks Gehöft. Let's go to Birks Gehöft. Mal gucken, was da für ein Pferd auf uns wartet. So, hier, Birks Gehöft. Zum Glück haben wir das natürlich im Transporter drin. Oh, beziehungsweise wir können uns dorthin fahren lassen. Ganz, ganz wichtig. So. Hier ist sie. Oh, Mustang. Oh nein, ein Mustang. Ist das nicht ein bisschen zu wild für sie? Du bist also auf der Suche nach einem Adoptionspferd. Ja, auf jeden Fall. Mach die Papiere fertig. Kaum zu glauben, mein ganz eigener Mustang. Mustang, es ist kein Mustang, den ich verkaufen will. Aber du hast online doch geschrieben, dass du ein Mustang-Paar hier hast. Und das stimmt auch, aber diese Mustangs sind noch Fohlen. Ach, das sind Fohlen. Okay, nein, das Pferd, das ein neues Zuhause sucht, ist eine kleine Dame dort drüben. Oh, die ist doch süß. Zitter, zitter auch noch. Aber sie ist so schlammig. Ja, das stimmt so. Ich nenne sie Mutzgibber. Also übersetzt Schlammhüpfer. Ah, sie mag also gerne im Schlamm hüpfen. Nein, sie ist definitiv mehr eine Schlammig. Oh Gott. Sind Asiatik nicht Wildpferde? Ja, ich habe doch auch einen Asiatik. Also von daher... Alles gut. Oh, auf Shows vorzeigbar, das scheint mir etwas optimistisch. Also soll ich die Unterlagen holen? Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber ich suche nach einem Partner und keinem Projekt. Macht mich das zu einem Ungetüm? Nein, gar nicht. Die Adoption eines gesatteten Pferdes ist eine große Verantwortung. Ja, stimmt. Das klingt immer so super lustig irgendwie. Eine Sache noch. Dürfen wir vielleicht die Baby-Mustangs kuscheln? Okay, müssen wir jetzt echt die Baby-Mustangs kuscheln? Ja, scheint so. Okay, auf zu den Baby-Mustangs. Einmal kuscheln. Hallo, kleine Baby-Mustang. Kuscheln. Oh, das sieht halt wirklich ganz niedlich aus. So, auch nochmal kuscheln. Sehr schön. Ja, ein bisschen schlammig sieht es natürlich aus. Muss halt ein bisschen geputzt werden. Ja, dann sieht es doch wieder wunderschön aus. Okay, wir haben gekuschelt. Kann es weitergehen? Mit dir reden oder mit ihr reden? Mit ihr. Tja, der arme kleine Mutzgibber. Das stimmt allerdings. Silvermanes Seraphim. Mhm. Einfach unglaublich. Ich sehe es schon vor mir. Ja, mal nicht zu früh freuen, man weiß es nicht so genau. Unterwegs nach Silverglade. Alles klar. Direkt Silverglade oder das andere Silverglade? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Seid ihr mit einmal zur Reitarena? Alles klar, Reitarena, wir kommen. Na gut, ist noch Gebiet Silverglade. Hätte ich jetzt nicht gesagt, auf zu Silverglade, sondern auf zur Reitarena. Okay, Reitarena, wo haben wir sie denn?
Ja, da. Auf geht's. Chauffeurin hat sie mich genannt, also wirklich. Gut, ich hätte gesagt, sie kann ja auch selber reiten, aber sie hat ja noch kein Pferd. Okay. Wo steht da nun jemand? Warte, warte, andere Richtung, andere Richtung. Ich sehe dort, wahrscheinlich direkt in der Reitarena, ja. Jetzt ist nur die Frage. Ach so, und schon sind wir angekommen. Wo ist sie jetzt? Hä? Wo ist sie denn jetzt? Ach, da steht sie. Mensch, voll übersehen. Also gut, ich bin bereit für Silvermane Seraphim kennenzulernen. Ja, da bin ich echt gespannt, was das ist. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich bin hier, um ein Pferd zu kaufen, habe ich gehört. Oh, schau, da kommt sie. Oh, wie schön. Wow, ist das Silvermane Seraphim. Die Gerüchte sind wahr, sie ist wieder auf dem Markt. Okay, was würde ich nicht für so ein Pferd geben? Eifersüchtig schnauben. Also hast du Interesse zu sagen, sie zu kaufen? Cool. Möchtest du ein Testritt machen? Aber selbstverständlich. Magst du mich begleiten, Mandy? Na klar, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Was heißt denn, sie ist wieder auf dem Markt? Das muss ja irgend so ein preisgekröntes Pferd sein, irgendwie. Hm. Aber sieht sehr schön aus. Du bist genauso engelsgleich wie dein Name. Silvermane Seraphim. Na, mal gucken, ob das wirklich das Pferd ist, das sie haben will. Da ist doch irgendein Haken dabei. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht geht das Pferd doch gleich mit ihr durch oder so. Na ja, klar. Oh. Hey, wo willst du hin? Ha, siehst du, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Meine Befürchtungen sind wahr geworden. Es dreht also doch ein kleines bisschen durch. Mal sehen. Wow. Sehen wir mal, wie du bei diesem Sprung durch die Luft fliegst. Das ist ja komplett die Rennstrecke, die wir sonst machen. Okay, ich bin echt gespannt. Oh nein, auch noch unten lang. Können wir nicht oben lang? Wirklich ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Holperig sieht das aus, finde ich. Ein bisschen holperig. Oh, das fand sie jetzt nicht so cool. Oh, und das auch nicht? Ja, vielleicht sind die beiden doch nicht so ein gutes Team. Doch nicht so engelsgleich. Sehr zackig, oh. Hier lang. Na, ich bin schon auf dem Weg. Da gehen ja die ganzen Pferde mit ihr durch. Na, ich glaube nicht, dass sie das nimmt. Ich glaube, sie sucht wirklich ein komplettes Traumpferd, das einfach wirklich alles macht, was sie oder wie sie sich das vorstellt. Aber ob das so einfach ist, so ein Pferd zu finden, daran zweifle ich. Vielleicht wäre ein Pony doch besser für sie. Obwohl, Ponys können vielleicht auch ein bisschen zickig sein, ne? Das ist wahrscheinlich doch nicht so das Richtige. Vielleicht kauft sie sich lieber einen Hund. Ausgezeichnete Form. Du hast sie gut im Griff. Ja, sie ist ziemlich beeindruckend. Etwas zögerlich bei Sprüngen, aber... Betreibst du Dressurreiten? Ich habe darüber nachgedacht, aber mich interessieren mehr die Sprungturniere. Ach so, wenn du darüber denkst, was? Es ist nur so, dass du nie ein besseres Pferd für Dressurreiten als Silvermane findest. Und offensichtlich hast du das nötige Talent dafür. Okay. Was meinst du, Mandy? Ich weiß nicht, sie scheint wirklich das perfekte Pferd zu sein. Könntest du wirklich das Springreiten aufgeben? Wenn du es so formulierst, ist die Antwort ganz eindeutig. Das ist nicht das geeignete Pferd für mich. Hab ich mir doch gedacht. Oh, Schlief. Ein schönes Set übrigens, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut so optisch. Das war das letzte Pferd auf der Liste. Oh, schon das letzte Pferd. Kriegen wir jetzt noch irgendeins zu sehen und plötzlich so bang, das ist es. Oh. Reite mit Emma zurück zu Kirsty. Hat dein Gesicht eine Fehlfunktion? Ich glaube, ich habe dich noch nie lachen gesehen.
Ja, es gibt hier ja auch nichts zu lachen. Von daher, wieso sollte ich lachen? Hier gibt es ein Pferd für jede Person. Nicht für mich. Ich habe alle Pferde auf der Liste angesehen. Ja, das waren ja auch noch nicht so viele. Das Asatik, das war so schlammig, schon wahr. Sie hatte liebenswerte Augen und hatte es auf das Springen angelegt und das nicht in nervöse Hinsicht. Sie schien echt Freude am Springen zu haben. Ja, ich sag doch das Asatik. Na logisch. Baby Mustangs und leichten Schlammschicht abgelenkt. Ich muss Mutskipper sagen, was ich empfinde, bevor es zu spät ist. Ich komme mit. Okay. Auf zu Mutskipper. Hab ich doch gesagt, das war toll, das Asatik. Hätte sie das doch mal gleich genommen. Ja, wirklich. Naja, manchmal merkt man erst beim zweiten Anlauf oder beim zweiten Nachdenken, was eigentlich das Richtige ist. Oder manchmal auch beim dritten Anlauf erst. Dandal, nee, Birksgehöft, da steht's ja. Alles klar. Es ist ja eine ganz süße Quest, ne? Hätte ich doch mal schon vorher gemacht. Hätte ich das gewusst, dass das so schön ist. Ich nehme Mutskipper. Guck mal, steht schon online, da ist jemand anderes, der sich für Mutskipper interessiert. Der sieht aber echt fies aus. Da ist ja Moody. Moody vor allem. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Oh nein, wir sind zu spät. Kirsty verkauft meine Seelenverwandte an den falschen Menschen. Hilf Emma, das schlammige Pony zu reinigen. Was? Wieso sollen wir es jetzt reinigen? Ich habe eine Koppel und etwas Heu. Können wir die Sache etwas beschleunigen? Was hast du vor? Stopp, die Adoption. Emma, es wird nicht einfach werden, Moody. Du bist kein einfacher Fall, aber das bin ich auch nicht. Wir werden jedoch jeden Tag daran arbeiten, denn was wir haben, ist es wert. Du bringst mich dazu, eine bessere Reiterin werden zu wollen. Also, was sagst du, Moody? Wirst du diesen verrückten Sprung ins Ungewisse mit mir wagen und mein einziges und alleiniges Pferd werden? Schnuff, Schnief, Vaseliebe treibt mir immer Wasser in die Augen. Verkaufst du mir jetzt das Pony oder nicht? Nein, das tut sie nicht. Du wirst den Tag noch bereuen, an dem du dich Junior Buttergott, Buttergott, ich kann meinen Namen selber nicht richtig aussprechen, in den Weg gestellt hast, kleine Emma. Oh, Mutskipper, ich will aufsatteln und mit dir in die entferntesten Ecken von Jorvik reiten, aber zuerst, Mandy, wirst du mir helfen, sie richtig abzubürsten? Natürlich helfen wir. Ah, guck mal, der gute Herr ist schon weg. Das passt natürlich sehr gut. Hätte sie doch mal gleich auf mich gehört. Oh, mein Inventar ist ziemlich voll. Und da habe ich ja noch Glück, dass das jetzt noch Platz findet. Also ich bin wirklich inventarmäßig, ne? Ganz, ganz schlimm. Oh, guckt, wie schön es aussieht. Hab ich doch gesagt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Was für ein wunderschönes Mädchen. Hast du gar nichts gelernt, Kirsty? Die wahre Schönheit kommt von innen. Oh ja, das stimmt allerdings. Mein ist hinreißend. Auf jeden Fall ist sie hinreißend. Dann lasse ich doch glatt mal mein Pferd stehen. Wenn ich nur daran denke, dass mir beinahe das perfekte Pferd entgangen wäre, nur wegen dem bisschen Schlamm. Abgemacht. Sehr schön. Begleite Emma beim Testritt. Oh, jetzt bin ich aber schon Ich habe hier mein Scheckheft. Alles klar, komm, los geht's. Oh, ein schönes Set. So, schnell aufsteigen. Sie ist nämlich schon unterwegs. Ein schönes Set. Passt auch direkt zu Emmas Jacke. War fast zumindest. Aber dieses grüne Set mag ich ja generell sehr gerne. Bestimmt wird es perfekt sein, dieser Testritt. Nicht ängstlich, sehr sprunghaft. Also sprungvoll wahrscheinlich eher. Ah, und das hier in Dandal. Grün in grün. Sie ist ein Gedicht. Oh Gott, ein Gedicht. Das klingt ja auch. Ja, jetzt haben wir tatsächlich in dieser Folge nur die eine Quest geschafft. Ich hätte schon fast erwartet, dass die Quests ein bisschen kürzer sind. Und dass wir 2-3 Quests schaffen. Aber nein, wir haben jetzt tatsächlich nur das perfekte Pferd für Emma gefunden. Wobei ich sagen muss, dass das echt eine schöne Quest war jetzt. Auch wenn ich sie jetzt nicht komplett vorgelesen habe. Weil ihr sie ja sowieso kennt, die Quest. Und wahrscheinlich alle schon gemacht habt, außer ich. Aber schön war sie trotzdem. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier noch reiten müssen. Sie trägt mich so exakt, wie alle Mädchen von einem Pferd getragen werden wollen. Oh mein Gott. Was für ein Gesäusel. Okay, sehr schön.
Aber das Asetik finde ich auch generell sehr, sehr schön. Aber das wisst ihr ja. Und Emma jetzt anscheinend auch. Boah, es ist lang. Oh mein Gott. Ein langer, kleiner Ausritt hier mit der Emma und Mutskipper Moody. Moody. Ich weiß nicht warum, aber Moody, ich mag den Namen Moody irgendwie nicht so. Erinnert mich halt auch sehr an Harry Potter so ein bisschen. Der hieß doch auch so ähnlich. Also so ähnlich irgendwie. Und irgendwie erinnert mich das total daran. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier rüber müssen. Hier kommt der Sprung. Ja, sie scheint ein bisschen begeistert zu sein. Ich bin zu schnell. Oh, wir haben es geschafft. Bis hierhin. Okay, sie scheint glücklich zu sein. Ich will zwar nicht, dass dieser Ritt aufhört, aber wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen. Und, wie war der Ritt? Der Stoff, aus dem Märchen sind. Ach du meine Güte. Ja, ach du meine Güte, du sagst es. Wir waren so ziemlich ein gutes Paar, nicht wahr, Moody und ich? Schon beneidenswert, daran teilzuhaben, wie sich zwei Seelen finden. Ach, wie süß. Definitiv die Zeit, die Papiere fertig zu machen. Sie bei der Tierärztin und dann... Was? Sie bei der Tierärztin und den Hufschmied Konrad im Moulin-Stall vorbei und bitte sie, sich Emma möglichst das anzusehen. Okay, Moment, schon wieder Sonja? Bla bla. Ja, das werden wir... Oder das werde ich gleich selber nochmal schnell machen. Weil... Ich glaube, die Zeit ist jetzt um für heute hier. Ansonsten wird es eine super mega lang Überlängenfolge. Und ja, das wäre doch ein bisschen zu viel, glaube ich, heute. Und ja, ich würde sagen, wir haben ein Traumpaar gefunden. Und den Rest machen wir dann später weiter. Und dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe.